Hallo und willkommen auf diesem Kanal. Ich möchte heute Karten legen für Sternzeichen Widder für den Monat November 2021. Ja, das ist eine Legung für den privaten Bereich, für eure Partnerschaft, Ehe, Beziehung. Ihr könnt aber selbstverständlich die Legung auch auf andere Bereiche anwenden, wie zum Beispiel berufliches, ja, familiäre Angelegenheiten, je nachdem, welches Thema momentan bei euch so im Fokus liegt. Die Legung ist geschlechtsunabhängig zu bewerten, wenn hier Personenkarten, Königinnen, Könige auftauchen, kann für beide Geschlechter stehen. Und es ist natürlich eine allgemeine Legung an alle Wiedergeborenen gerichtet. Deswegen bitte schaut, ob das hier auf eure individuelle Situation auch passt. Wenn nicht, dann macht es bitte auch nicht passend. Ja, sag Quatsch. Ihr könnt natürlich euch die Videos zu eurem Mond, Venus, Aszendentenzeichen auch noch anschauen. Manchmal passt es da einfach besser. Ja, das muss man so intuitiv dann rausfinden. Gut. Ich lege zunächst mit den Tarotkarten und wir schauen, worum geht es hier überhaupt bei Widder im Monat November. Wo ist da der Fokus? Was will umgesetzt werden? Was steht hier an? So. Die Sonne. Ja, da will jemand Klarheit, da möchte jemand vorwärts gehen. Ja, die Sonne ist natürlich die schönste, die positivste Karte im ganzen Tarot. Die ist jetzt bei euch gefallen, wunderbar. Ja, mal schauen, was hier die anderen Tarotkarten noch dazu sagen. Was ist denn hier so schön? Was soll hier erkannt werden? Ach ja, hier ein Ass der Münzen. Zehn der Schwerter. Und zehn der Münzen. Ja, mit zehn der Münzen sehe ich ja auf den ersten Blick jemanden in einer Situation, die sehr viel Sicherheit bietet. Eine Situation, ein Lebensumstand, der schon lange vorherrscht, also entweder ein Arbeitsverhältnis, was schon ziemlich lange besteht, oder eine im Privaten eine Ehe, eine Partnerschaft, die ziemlich lange schon geht, die viel Sicherheit, viel Stabilität bietet, wo man vielleicht auch gemeinsam vieles sich erarbeitet hat, aufgebaut hat über die Zeit. Und hier mit dem Ass der Münzen ist sozusagen ein interessantes Angebot. Und das Angebot heißt, lass das hier alles hinter dir und folge mir. Ja, also auf den ersten Blick sehe ich sozusagen eine Aufforderung, dass jemand eine relativ stabile Situation hinter sich lässt, um etwas Neues anzugehen, was aber auch sehr erfolgsversprechend zu sein scheint. Gut, aber ich schaue erstmal weiter. Ich gucke jetzt mal direkt auf dich, lieber Widder. So, wie stehst du zu dem Ganzen? Wie siehst du das? Die Hohepriesterin. Fünf der Kelche. Gerechtigkeit. Und zwei der Schwerter. Ja, hier mit der Hohen Priesterin spürst du schon die Dinge, ja, bevor sie ausgesprochen werden. Du kannst es eigentlich schon erahnen, was hier los ist, in welche Richtung das gehen wird. Deswegen machst du da vielleicht im Monat November nicht so einen
Rabatz, ja, du hältst dich hier sehr stark zurück, weil du instinktiv auch weißt, in welche Richtung es geht und dass du es vielleicht auch gar nicht so richtig beeinflussen kannst. Ja, hier mit 5 der Kelche sehe ich, ja, du bist sehr enttäuscht. Du bist hier über einen gewissen Verlauf nicht zufrieden, du bist enttäuscht, vielleicht auch verletzt oder traurig. Irgendwas, ja, lief hier nicht so richtig, wie du es dir vorgestellt hast, aber du willst jetzt endlich eine Entscheidung, weil es zermürbt dich so ein bisschen im Innern, ja. Du willst schon eine Entscheidung hier, ja, mit der Gerechtigkeit auch, vielleicht auch damit du weißt, woran du bist. Na, weil je länger das Ganze irgendwie sich hinzieht, desto mehr Energie zieht das Ganze einfach. Ja, du willst es wissen. Schau mal jetzt hier auf dein Gegenüber. Was machen die so? Sechs der Kelche. Das Gericht. Neun der Schwerter. Der Wagen. Und der Magier. Ja, beim Gegenüber hier diese sechs Kelche. Also, lieber Wetter, du hast es hier mit jemandem zu tun, der hängt hier in so einer Nostalgieschleife. Der hängt hier irgendwo emotional, ist er oder sie verstrickt hier in eine Story, wo dieser Mensch einfach nicht so richtig rauskommt. Der kann sich nicht davon trennen. Hier sind vielleicht auch familiäre Aspekte, spielen hier eine Rolle, gemeinsame Kinder. Das Gegenüber ist hier irgendwie emotional verstrickt, zu sehr verstrickt noch mit einer anderen Situation. Ja. Hier mit dem Gericht, ja, die folgen ihrem Herzen, die können einfach nicht anders. Die versuchen das schon ziemlich lange zu unterdrücken oder auch eine Entscheidung vielleicht auch auszuweichen, eine Entscheidung auszuweichen. Das wird aber nicht mehr so lange funktionieren. Da ist definitiv eine Entscheidung fällig, die wird auch fallen. Und hier mit dem Wagen und mit dem Magier gehen die vorwärts. Also die fassen sich dann ans Herz und die finden dann den Mut, um das zu verkünden, was die sich vorgestellt haben. Ja. Ja. Die gehen halt ihren Weg. Schau mal, wie das hier weitergehen könnte. Ritter der Münzen. Vier der Münzen, schon wieder die Hohepriesterin, fünf der Münzen. Und schon wieder die Sonne. So, hier haben wir den Ritter der Münzen. Also ein Angebot bleibt weiter bestehen. Ich denke mal, das bist du, lieber Wetter. Du sagst, ich bin hier sehr stark interessiert. Ich halte das Angebot weiter aufrecht. Komm drauf später zurück, wenn du möchtest. Ich bleibe hier und warte, bis du meine Münze haben möchtest. Der andere sagt aber, nein, will ich nicht. Ja.
Hier ist eine starke Blockade, Abwehrhaltung, jemand will definitiv nicht. Ja. Hier mit der hohen Priesterin, ich glaube, das ist so deine Energie, ja, weil wir haben die auch hier oben. Du machst dir viele Gedanken, lieber Widder, ja, du spekulierst und überlegst, was ist denn da beim Gegenüber los? Was ist das Geheimnis? Was findet da statt, wo ich nicht dahinter blicken kann? Ja, du versuchst da so ein bisschen das Ganze zu dechiffrieren, zu analysieren, warum läuft es so, wie es ist? Warum ist das Gegenüber hier emotional in so einer Sache drin? Was kriegt er da oder sie geboten, was ich nicht bieten kann? Oder was ist da los, wo ich nicht rankomme, wo ich nicht dahinter steigen kann? Ja? Hier mit 5 der Münzen, ja, da ist so diese Enttäuschung auch ersichtlich, weil halt dein Angebot nicht angenommen wurde. Du verstehst die Welt nicht mehr. Ja, suchst den Fehler vielleicht auch bei dir. Aber wir haben hier definitiv mit der Sonne die Klarheit und auch dieses Annehmen können, akzeptieren können, so wie die Dinge sind. Ja, ich sehe hier so einige Widder demnächst im Single-Status. Ja. Okay, ich bin am Ende angekommen. Wer noch die Dänemonlegung sehen möchte, der bleibt dran. Und allen anderen wünsche ich schon mal einen schönen November. So, Lenormand-Karten für Sternzeichen Widder im Monat November 2021. Das Kreuz, ja, das schicksalhafte Ende oder das schicksalhafte Kreuz, was man hier tragen muss, die schicksalhafte Verbindung, die karmische Verbindung, die Vögel, der Kompass. Die Sterne, der Anker, die Fische, die Wege, das Haus und der Wunschbrunnen. Ja, mit dem Kreuz, Schicksalskreuz. Hier findet eine entscheidende Wende statt, offensichtlich im November, zumindest für einige Wiedergeborene. Ja, das Kreuz ist halt immer ein Verstärker, ja, hier die Vögel, dieses Unruhige, was man so wahrnimmt, ja, irgendwas wird hier verstärkt, man merkt immer mehr, dass eine Veränderung hier ansteht, ja, vonnöten ist, ja, hier sind auch Entscheidungen, schwierige Entscheidungen, die aber anstehen, die die Klarheit bringen sollen, ja, eine sehr belastende Klarheit für einige. Eine Einsicht, eine Erkenntnis, die nicht so leicht zu verdauen ist. Zentral in der Mitte haben wir den Anker, daneben die Fische. Ja, könnte bei einigen auch wirklich das Thema Finanzen betreffen, vielleicht auch Finanzen gekoppelt mit dem Haus, mit der Wohnung, Eigentum. Ja, irgendwie sind hier vielleicht Entscheidungen fällig, weil es auch ums Finanzielle geht. Mit dem Anker will man sich hier von einem Haus nicht trennen, also oder man möchte sich von etwas Altbewährten nicht trennen. Dieses Altbewährte, das scheint wohl schon längst irgendwie über, wie soll man das sagen? Hier ist etwas, was schon lange nicht mehr so richtig fruchtbar ist, ja, nichts mehr taugt oder nicht vorwärts geht, nichts mehr abwirft oder es ist ein marodes Haus, ja? Und man hält trotzdem daran fest. Irgendein ganz altes Hexenhäuschen im Wald, aber auch ich liebe es und ich kann das nicht loslassen, ich kann das nicht verkaufen, ich will das weiter behalten, also sowas in der Art, ja. Könnte sich ja auch um irgendwelche Beziehungen handeln, die eigentlich überhaupt nicht mehr sich weiterentwickeln, wo man stecken geblieben ist, aber man hält unglaublich stark hier daran fest, man kann es nicht loslassen. Ja? Aber die Entscheidungen werden abverlangt. Ja? Man muss dann hopp oder top, man muss die Entscheidung treffen.
Man kommt nicht drum rum. Ja. Ja, und wie die Fische, ja, kann natürlich auch für eine Person stehen, die so ein bisschen immer wieder entgleitet, die sich nicht festlegen möchte, wo man auch nicht so richtig durchblickt, ja, was will er oder sie eigentlich, was fühlt er sie überhaupt? Also sehr undurchsichtig, ja, auf der Gefühlsebene. Ja, dann haben wir hier den Wunschbrunnen als letzte Karte, ja, gewisse Wünsche, Bedürfnisse. Hoffnungen, Sehnsüchte bleiben weiterhin bestehen, aber haben das Potenzial, in der Zukunft erfüllt zu werden. Okay, ich bin am Ende angekommen. Ich wünsche euch einen wunderbaren November. Ja, alles Gute, passt auf euch auf, viel Erfolg, viel Liebe, viel Glück, macht's gut und vielleicht bis bald. Tschüss!